Guckst du? Da mag jemand Fußball. Oh, schön. Ja, herzlich willkommen zum Let's Play von Planet Coaster. Zuerst machen wir die Kampagne. Danach werden wir free playen, solange wie ich will, ihr wollt und ich einfach Lust drauf habe. Ja, ich habe mich schon mal in die Schweiz geschossen. Ich wollte es ein bisschen weiter höher haben, aber irgendwie macht er immer einen Fuß nach vorne. Naja, gut. Ich wollte schon mal hier hin. Ich wollte schon mal hier hin. Und als letztes wollte ich mal schon mal hier hin. Ich glaube, das ist Polynesien. Oder ist es das? Ist das Polynesien? Irgendwo. Das ist auf jeden Fall Hawaii. Oder ist es Fiji? Kann schon sein Fiji. Auf jeden Fall wollte ich in die Schweiz gehen, weil ich ja natürlich Schweizer bin. Also starten wir mal mit meine Parks. Tutorial Videos. Oh. Psst, sicher nicht. Ich will nicht auf YouTube. So. Aha. Dankeschön, liebes Spiel, aber ich möchte gerne weiterspielen. So. Also ich möchte spielen. Heraus zur Karriere. So. Ich möchte Captain Eisenkiefers vergrabene Schätze spielen und ich muss hier einen Bronzestern, einen Silberstern und einen Goldstern schaffen. Piratenschlacht. Ahoi, du Landratte und willkommen bei Planet Coaster. Oh, das passt ja, ich bin ja Piratenfan. Geh nicht über Bord, wenn du diese Krache von einem Piratenpark übernimmst. Schließe den Bau der Fahrgeschäfte ab, werde zu einem Publikumsmagneten, unterhalte deine Gäste mit Seemannsgarn und alles drum und dran. Neues Szenario starten. Die häufigsten Gedanken deiner Gäste zu deinem Fahrgeschäft kannst du in der Reiterübersicht sehen. Aha. Also liebe Freunde, wir starten Planet Coaster. Weil wir es können. Weil wir es können. Ich will einfach alles mit euch zusammen machen in diesem Spiel. Deshalb, ja, fange ich es jetzt an zu Let's Playen. So. Ein- und Ausgang des Fahrgeschäfts zu verschieben kann die Zeit verkürzen, die Gäste zum Ein- und Aussteigen brauchen. Wieso geht das Laden so langsam? Achterbahn wird weniger Betriebsmittel haben, niedrigere Betriebskosten. Nein, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ladet doch nicht so lange. Jeder Achterbahntyp hat andere technische Einschränkungen seiner Schienen. Piratenschlacht. Ahoi, du Landrat und willkommen bei Planet Coaster. Geh nicht über Bord, wenn du diese Krache von einem... Ah, das haben wir schon gelesen. Ist langweilig, immer wieder wiederholen. Ja, und jetzt kann man hier mal schon mal wegzoomen. Aha, und wie geht die Steuerung? Ich weiß nicht, wie die Steuerung geht. Gut. Wo haben wir denn der Start? Wo ist der Start? Ich sehe keinen... das ist der Eingang. Hä? Wenn das nicht der Eingang ist, dann weiß ich es auch nicht. Vielleicht hier? Vielleicht dort? Haben wir überhaupt auf Maximum die... die Grafik? Ich denke schon. Hä? Also dann machen wir hier mal etwas Neues. Hä? So, ziehe 800... Was? Ich soll 800 Gäste anziehen? Geht's noch? Auswählen. Abbrechen mit ESC. Kamera schwenken. Rechtsklick und drehen. Scrollen. Kamera drehen. Rückgängig. Strück. Also. Ja gut. Meine Baupläne. Imbissstände. Souvenirladen. Toiletten. Geldautomaten. Geldautomat.
Ja, und jetzt? Ist die Steuerung scheiße oder bin ich gerade scheiße? Kann beides sein. Ich kann nichts platzieren. Ja, das ist aber, wenn man die Steuerung nicht weiß. Ich möchte aber eine Fächerblume. Ja gut. Gebäude. Kleines Gebäude. Danke, aber ich möchte gerne. Ist mir doch egal. Irgendwie geht gerade nichts. Gut. Dann mache ich da mal hier auf. Schon mal eine Neuerung. Dankeschön. Imbiss, Getränke, Chief Beef, Toilettenhütte. Also mal eine Toilettenhütte. Boah, ist die groß. Ist ja heftigst. Piratentoiletten. So sind die so groß und was ist das eigentlich? Ist da irgendwie eine Treppe nach oben? Dorfladen klein. Ja, ganz klein, ja, ja. Skifi. Okay, ich habe irgendwie gar nichts. Und schwenken. Schwenken. Ja, ich habe schon mal platziert, aber jetzt möchte ich es gerne noch schwenken. Es geht gar nicht. Platzierung bestätigen. Nein, ich will drehen. Y. Was ist denn das für eine Steuerung? Was ist denn das für eine Steuerung? Die ist ja ganz anders als Rollercoaster Tycoon 3. Chief Beef. Ja, ist offen. Finanzen. Gut. Also haben wir das erste schon mal geschafft. Und jetzt tue ich meine Wut ein bisschen zügeln. Ah. Marketing. Marketingkampagne. Forschung. Forschung starten. Okay. Wir schaffen das, hä? Ich habe jetzt wirklich noch nichts probiert. Ich bin jetzt wirklich neu hier. Ich sehe es immer noch als Let's Play und das möchte ich eigentlich. Ja, ich schaue mir nie so richtig die Sachen an. Also wie die Steuerung geht, mich interessiert es nicht so. Deshalb tue ich meistens selber Let's Playen, damit ich auch das Spiel kennenlerne. Ich möchte eigentlich einen Weg bauen. Parkeingänge. Tickethäuschen. Tja, wenn man das nicht weiß, ich meine, ja, Szenerie. Ohne Palme. Wichtige Extras. Fressmülltonne. So. Fassbank. Die können schön im Busch danach sitzen. Bin ich schon weiter mal, hä? Parkverwaltung. Ah, das ist das wieder. Wege! Ja, endlich bin ich ja mal sichtbar. Es ist auch mal sichtbar für mich. Ich will jetzt da nach oben. Ich will da nach oben. Wieso hat das jetzt sich platziert? Ich will einfach da nach oben. Was ist denn so schwer? Das Spiel tut mich trollen. Jetzt kommst du hoch. Dann gehe ich halt runter.
genau. Was ist denn so schwer an diesem Spiel? Kann doch nicht so schwer sein. Ach, krass. Ja, da hoch kommen wir auch nicht. Ja gut, machen wir es einfach nicht hier. Jetzt machen wir mal... Ich könnte auch etwas im Wasser machen. Szenerie. Fahrgeschäfte. Rock-Octopus. Da ins Wasser. Ja, halt nicht ins Wasser. Drehen, Y. Wieso ist die Steuerung so schwer? Denn darum ist das Spiel nicht so gut angekommen und bei den anderen. Ich hoffe, dass es überall auch noch ankommt. Also Eingang platzieren. Ausgang platzieren. Wege. Warteschlange. Holz. Kopfsteinpflaster. Ich will eigentlich nicht so weit. Ich will eigentlich hier einen Weg hinbauen, aber... Wie kommen wir denn da hoch? So, jetzt einfach nur einen normalen Weg. Das regt ein bisschen auf. Bis ich das habe. Aha! Ich schaff das. Ich schaff das, Mann. Ich schaff das, Mann. Wie die Wege einfach scheiße gehen. Ich will ja eigentlich hier runter. Geht das nicht? Ich mag das irgendwie nicht, wenn es nirgends nach oben geht. Geht es hier irgendwo runter? Da geht es wirklich nicht auf. Ich will ab da oben etwas bauen. Ja. Kann man das nicht wegmachen. Ja, aber wie kann ich jetzt hier runter? Das ist die Frage. Wie kann ich da rauf? Ich muss halt einfach das mal ein bisschen wegmachen. Ah, Mann, es gibt alles, aber keine guten... Ja, das gibt's nicht. Baupläne. Ach, wisst ihr was? Dann machen wir das halt einfach wieder. Rückgängig geht auch nicht. Rückgängig. So, man lernt das einfach aus dem Spiel heraus. Aber die haben alles zugebaut. Dann machen wir es halt hier. Ah, ja, ein Octobus. Machen wir hier einen Eingang. Machen wir halt die Warteschlange. Dann machen wir hier halt Pflasterstein. War doch Pflasterstein? Mach ich einen roten Stein. So. Wunderbar. Es geht langsam. Natürlich. Warte ich lange. Ja, und jetzt? Terrain. Ah, da ist Terrain. Mann, oh, das lerne ich auch langsam. Weißt du, ich schaue halt nicht immer alles nach, aber sollte doch eigentlich besser sein.
Oh. Es macht schon irgendwie mehr Spaß als in Rollercoaster Tycoon 3. Aber also jetzt finde ich noch Rollercoaster Tycoon 3 besser. Okay, die Grafik ist halt ein bisschen schöner, aber schaut euch an, das alles ist verschwommen. Ich mag das nicht so. Muss es wahrscheinlich ausmachen. Keine Ahnung, wie seht ihr das eigentlich so? Also eben, ich habe noch nie etwas probiert an diesem Spiel. Es ist für mich komplett neu. Deshalb mache ich halt Fehler. Und dann starte ich ja den Scheiß. Ah, da ist noch einer. Aha, so. Man sollte vielleicht ein bisschen umschauen, aber das kann ich ja nicht. Die ist an. Claire fahren. Okay. Ja gut. Haben wir zwei Oktopusse. Yay. Und die gehen sogar rein. Y drehen. Schwer, ha? So. Eingang platzieren. Ausgang platzieren. So, Wege. Was haben wir hier? Hier haben wir einen schrägen Weg. Was ist das für ein Weg? Der da. Rustikaler Weg. Dankeschön, sehr nett, aber ich hätte das gerne. Normal, danke. Wahnsinn, ne? Wenn man ein neues Spiel hat, dann kommen halt die Schwierigkeiten dazu. Ich bin ja einer, der immer genüsslich spielt, also nicht sagen, bitte, ich sei schwach oder so. Sei einfach ein schlechter Spieler. Das stimmt gar nicht. Was ist denn? So jetzt. Mano. Toilettenhäuschen. Ja, dann nehmen wir noch einen Piratenladen. Blockiert. Und noch einen Getränke ist das. Nehmen wir noch einen Imbiss. So. Wir müssen jetzt nicht alles im Piratensetting machen. Das will ich so ist in der Kampagne. Ja, eigentlich ist ja auch nicht so machen. Also vor allem, ich werde alles mir mal anschauen und dann machen wir alles in den freien ja, Gebieten. Schön, hä? Vielleicht machen wir dann später nochmals die Kampagne. Aber ich muss auch mal zuerst reinfinden, hä? So, wie geht's denn den Leuten? Die Steuerung klappt irgendwie noch nicht so gut. Hallo? Ich muss doch rechts klicken. Die Steuerung ist mega scheiße. Das ist sogar noch ein Imbiss. Sieht voll aus, da mache ich doch mal einen Preis. Ich will nur den Preis. Hey.
Da kann man ein Gehalt einstellen. Okay. What the fuck? Ah, da habe ich falsch platziert. Aber wieso ist es dann da drüben? Okay. Dann lauf doch einfach auf dem Rasen. Ist ja Wahnsinn. Lol. Schön gemacht, also mir gefällt's. Ich habe schon so lange nicht mehr einen Park Simulation gespielt, außer Rollercoaster Tycoon 3, aber da bin ich am Schluss auch nicht mehr so gut gewesen. So, da müssen wir ja noch entfernen. Ja. So ein Mist, da kommt man überall nicht hoch, das muss ich ja also noch lernen. Hm. Bisschen komisch zu machen alles. Ich möchte gerne lange Wege ziehen. Geht es nicht? Ich wollte eigentlich jetzt hier mal verbinden. Wieso verbindet sich das nicht automatisch? Alles ist ja nicht gerade so gut gemacht. Die haben so lange Zeit gehabt und machen so ein Mistspiel. Sorry für die natürlich, die es besser finden als ich, aber auf den ersten Blick mag ich das Spiel irgendwie gar nicht so richtig. Da fehlt mir einfach noch so ein bisschen das Bessere. Kann man da jetzt nicht ändern. Man muss schon wieder so drehen. Ich finde mich einfach getrollt. Was ist denn das? Was ist denn das? Ich will das einfach weghaben. Dankeschön. Was ist denn das? Das habe ich noch nie gesehen. In welchem Park gibt's das? Die fliegen alle synchron. Diese Spacken. Also. Eingang mit Weg platzieren. Das ist eine Herkulesaufgabe hier, die Wege zu machen. Ist ja wahnsinnig. Die Schönheit ist 73%. Habe ich jetzt das zerstört? Sieht so aus, als hätte ich das zerstört. Hat vor allem das Geräusch mal. Wie viel Geld habe ich übrigens? 10.000 habe ich Geld. Ich möchte schon einen Märchenturm hier hin machen. Jetzt muss ich wieder Y drücken. Wieso soll ich fürs Verschieben eigentlich ein Y drücken? Das Y drücken. Das ist Wahnsinn. Jetzt habe ich zwei Oktopüschen. Ah, zwei Oktopüschen. Kann man hier hoch? Man kann überhaupt nirgends hin. Lieber diesen. Ist das einer von den Engländern? Naja, das ist ein Engländer. Hm. Objekte insgesamt, was? Objekte verkauft?
Boah, ist das teuer. 60 Euro pro Monat. Ja, wie kann ich jetzt... Ich möchte einfach mal gerne Ticketpreis höher machen. Das ist so schwer. Ticketpreis. Dann warte ich jetzt mal noch. Endlich! Boah, nach 25 Minuten, ey. Den Bronzestern, ey. Oh Gottchen. Diese Pfeifputzleute muss ich nur anstellen. Was ist denn, wo ist denn der Eingang? Ich sehe die nicht. Da. Wieso muss ich Y drücken zum Verschieben? Ja, jetzt sind alle paar. Ja, jetzt sind alle. Jetzt könnt ihr endlich auch aufs Klo. Und ich beende bald den Park. Part. Im nächsten Part muss ich mich weiter durchquälen. Aber die Leute kommen schon mal rein. Das ist das Wichtigste. Hä? Jetzt habt ihr hier ein schönes Fressbütchen. 50 Sachen habt ihr verkauft. Boah. Ist ja heftigst. Und das Schiff. Ich mach das noch mehr kaputt. Das mache ich noch mehr kaputt. Ja. Also dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder. Wir können sicher irgendwie fahren. Kann man Fahrtkamera. Wir werden noch ein bisschen fahren. Hä? Machen wir noch ein bisschen länger. Aber ja, Dankeschön fürs Schauen. Hä? Ich will dahinter gehen. Kann man nicht hinter den gehen? Ja, dann bin ich ja der Vorderste. Filmkamera, Augenmerk. Wo bin ich denn? Ich bin gar nicht dabei. Frechheit. Ich bin die alte Oma links. Ja. Und ich sehe so verschwommen aus, weil das immer so eine hässliche Grafik sein muss, die alles verschwimmen lässt. Juhu, juhu. Ich fühle mich so hässlich. Ich bin ganz verschwommen. Yay. Na gut. Naja, ich tue immer ein bisschen böser. Ich finde die Grafik schon nicht schlecht, aber ich bin halt ein Kritisierer. Wow, das war die super Fahrt, hä? Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hey, tschüss.